Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 PS5 hier in Oberlau. Zur zweiten Folge heute hier am Pfingstsonntag. Ne? Und ja, auch für diejenigen, die früh nicht reingeschaltet haben, trotzdem nochmal hier schönen Sonntag, Pfingstsonntag. Ne? Und ich bin jetzt hier am Gucken, wo blinkt es denn hier? Ach, hier geht unser Blinker, okay. Ja, wir sind ja am Ballen sammeln. Und unser Ballenwickelhelfer ist unterwegs, ne? Mit Schwader vorne dran. Also hier sieht es noch besser aus wie auf der anderen Seite. Da hat er ein bisschen was liegen lassen. Also an gemähten Gras. Aber wie gesagt, das könnten wir auch nochmal nacharbeiten. Ne? Es ist natürlich deutlich eine Erleichterung, als wie wenn wir hier selber fahren müssen. Klar haben wir das Vorgewände machen müssen. Vielleicht hätte man ihn noch einfach losschicken müssen, so ganz, ja, ohne was am Vorgewende zu machen, und hätte das alles erst hinterher gemacht. Kann man vielleicht auch machen. Mal schauen. So, mal gucken, was wir vor Ballenstapel hinkriegen. Also es darf auch nicht so umfallen, dass hier an der Verkaufsstelle reinfällt. Ne? Kann ja der schlechteste Preis sein. Ja, das wäre dann nicht gut für uns. So. Aber wir sollten schon ja, zwei Stück übereinander machen, ne? Ne, übereinander. So, hier passt noch nicht ganz. Weil komischerweise haben sie hier dann Kollisionen, ne? Oh, die fangen schon an rumzubacken. Naja, mal sehen, wie lange sie stehen bleiben. Zack, Schild aufgeladen. So, einmal reset und dann geht es ja weiter. Und vor allen Dingen nicht zu nah hin. Denn das Spielchen kennen wir, wenn man aus der Ballenpresse hier so einen Ballen rauszieht, der ist irgendwo der Pfecker. Und der Ballen irgendwo anders. So, also hätten wir eigentlich entspannt Zeit, auch irgendwelche Missionen zu machen, ne? Ja, ein bisschen Ballenfußball. Meine Zeit, Missionen zu machen, ist die andere Seite. Ja, es müsste erstmal vernünftige Missionen noch geben. Es ist nur Kuppern. Ja, können wir mit unserem Gerät nicht machen, was wir noch zur Verfügung haben, weil wie gesagt, unsere Presse, unser Cursor-Tracker ist hier beschäftigt. Also wir könnten Geräte ausleihen. Meine wäre auch, ja, hier den 8R, was wir, ne, es ist kein 8R, sind schon DIR 8 CR, ne, oder R, ich weiß es nicht, ne. Den wir da kriegen, wäre gar nicht so uninteressant, also von Fahrzeug her. Feld 33, es blieben ungefähr 6.500 über, ne, weil wir müssen ja 839 für den Einsatz zahlen. Ne. Feld 33 ist natürlich 33 ist das, was wir gemäht haben. Können wir schon machen, oder? Müssen wir auch nicht allzu weit vom Shop. Das machen wir auch. Werden wir mal Geräte ausleihen. So rum. Und dann müssten wir schon drin sitzen. Also auch ein interessantes Gerät, ja, der Kettenknick, also der komplett mit Kette hinten und vorne. Also wir holen uns noch das Gewicht. Rumfahren, kriege ich noch Rebraten mit.
Weil ein bisschen Vorgewende müssen wir machen, wie üblich, ne? So dass wir das so ein bisschen helferfreundlich hinbekommen. Aber hier oben an der Seite würde ich sagen, reicht eins. Ne? Und dann werden wir die schräge Bahn runterfahren. Anderen Seite werden wir zwei machen, Vorgewände oder drei, mal gucken. Ich denke mal, zwei sollten schon reichen. Obwohl zwei könnten knapp werden, wenn ich die Länge vom Gespann sehe. Wenn wir das Vorgewende fertig haben und dann hier einen Helfer einstellen, lassen wir uns mal überraschen, wie weit unser Glas gekommen ist. Weil wir könnten ja mal so ein bisschen gucken. Naja, in der Mitte vom Feld ist er noch nicht. Ne? Sehen wir ja, wo unten der Helfer fährt. Ach so, unser Steinesammler, der steht ja auch noch hier. Das ist ja ganz vergessen. Ne? Nicht, dass er hätte hier überwintern müssen. Wie ist das überhaupt mit unserem Steinesammler? Das ist ja auch, das Ziel ist ja danach gekrubbert, das Feld. Würde er jetzt, könnte man das mit dem Steinesammler auch wieder machen? Da hätten wir ja wenigstens noch richtig was davon. Ja, wenn wir mal hier auf der Karte gucken, das interessiert mich jetzt eigentlich. Hier unten unser Feld. Hat Textur bekobbert. Und der hat hier Stoppelsturz. Aber wir sollen ja als Mission das Feld krubbern. Also Wenderadius ist hier von den Teilen
exzellent, ja, muss man echt so sagen. Ja. Kann man nicht meckern. Oh, da muss zugeklappt werden. Den lassen wir hier stehen, ich glaube da. Mal schauen, ob das geht. Weil wir würden uns auf jeden Fall das Vorgewende sparen, weil den interessiert es ja nicht, ob Vorgewende da ist oder nicht. Ja, einmal gleich hier, zack, Abkürzung. Teil mal aufklappen. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Okay. Schade. Aber hätte ja kubbern können, ne? Weil man sieht man ja bei unserem Feld, wo wir Kartoffeln drauf hatten, das haben wir ja geflügt. Und wir haben definitiv jetzt als Anzeige, nachdem der Steinesammler drüber ist, gekubbert. Ja. Aber es hat nicht sollen sein. So, aufklappen wieder.
Hilfe. Und hier hat der Helfer los. Egal wie vorne, wie rum er vorne wendet, wenn er auf die Spitze zuwendet, dann macht er die halt zuerst. Dann setzt er nochmal um. Und wir fahren mal ja die Steine in unsere Kalkproduktion. Dann schalten wir mal hier ein. Wasser ist ja noch drin, ne? Und da können wir hier noch Kalk produzieren. Mineraldünger können wir ausschalten, sparen wir Kosten, weil fehlt uns Mist. Ne? Gülle wäre zwar noch ein bisschen drin, Gärreste auch, aber Mist fehlt uns. Weiß nicht, wie viel dort jetzt im Stall ist. Gut, könnten wir mit ihnen nochmal hinfahren. Ne? Aber da könnte man erstmal kurz hinspringen. Und gucken mal, was drin ist. Er hat auf die lange Bahn gewendet, geht genauso. Ne, machen wir dann die Spitze per Hand fertig oder wie auch immer. Ne. So, hier einmal Kuhstall brauchen wir nicht. Wir wollen einmal zum Misthaufen. Ah, da können wir nicht hinspornen, okay. Er frisst ja mal ordentlich, dass es ordentlich Milch gibt. Nicht so voll rumliegen, ne? Wir haben drin 1820 Liter. Naja, das lohnt nicht so recht. Da werden wir hier die Produktion ausschalten, ganz einfach. Da hatte ich jetzt schon ausgeschalten. Ja, Mineraldünger ist aus. Okay. Ja, Butter fehlt natürlich Milch. Ne? Ja, 5800 Liter. Gut, da könnte man dann auch drüber nachdenken, morgen eventuell hier mal Milch zu fahren. Ne? Aber wie gesagt, das werden wir dann morgen machen. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich noch einen schönen restlichen Pfingstsonntag und dann machen wir morgen zum Feiertag auch zwei Folgen und die nächste um 10 Uhr. Bis dahin und tschüss.